Friedrich Schelling war ein philosophisches Wunderkind. Er lebte von 1775 bis 1854. Und sein erstes philosophisches Buch veröffentlichte er 1794. Mit 19 Jahren. Und 1798 wurde er sogar Professor in Jena, Professor der Philosophie, mit 23 Jahren. Er war genial, hat sehr viel geschrieben und sehr viele interessante neue Ideen hervorgebracht. Schelling studierte im Tübinger Stift und war sogar zusammen mit Hegel und Hölderlin auf einem Zimmer. Sein erstes Buch, wie gesagt, 1794 veröffentlicht, war sehr stark von Fichte beeinflusst. Aber dann ging Schelling 1796 nach Leipzig, um die Naturwissenschaften zu studieren. Und zur damaligen Zeit gab es sehr viele neue Sachen in den Naturwissenschaften. Elektrizität, Magnetismus. Der italienische Naturforscher Galvani hat seine berühmten Experimente an den Froschschenkeln gemacht. Das waren ganz viele neue, aufregende Erkenntnisse über die Natur, die dann versucht hat, Friedrich Schelling in seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur zusammenzufassen. Das war sein erstes naturphilosophisches Werk. Und in diesem Werk von 1797 formulierte er auch seine grundsätzlichen Ideen zur Naturphilosophie und seine Kritik sowohl an Fichte als auch an Kant. Er ging somit sehr produktiv über Fichte und Kant hinaus, entwickelte und definierte auch Schwachpunkte an den beiden Philosophen, die vor allem in dem Bereich der Naturphilosophie lagen. Fichte kritisierte Schelling vor allem sein philosophisches System. Fichte hatte ja den Anspruch gehabt, ein letztgültiges und absolut gewisses philosophisches System zu entwickeln, indem er einen absolut gewissen Grundsatz erfindet und entdeckt und von diesem Grundsatz alle anderen Sätze der Wissenschaft des philosophischen Systems deduktiv und logisch ableitet. Und wenn der absolute Grundsatz absolut gewiss ist, dann sind von diesem Grundsatz logisch entwickelten anderen Sätzen auch absolut gewiss. Und somit hätte man dann ein System, was die ganze Welt beschreiben könnte. Der absolute Grundsatz für Fichte war das Ich. Das Ich ist ja auch bei Descartes das absolut Gewisse. Und das setzt auch Fichte als absoluten Grundsatz. Schelling kritisiert aber, dass das Ich eigentlich gar nicht der absolute Grundsatz sein kann. Das Ich, das Subjektive, ist ja nur eine Seite der Welt. Die andere Seite ist das Objektive, das dem Ich Fremde, das Nicht-Ich sozusagen bei Fichte, die Natur. Aber bei Fichte steht ja das Ich zuerst, was das Nicht-Ich setzt. Und Schelling sagt halt eben, das Ich allein kann nicht der Grundsatz sein. Ich und Nicht-Ich müssen gleichzeitig das Erste sein, das Prinzip sein, von dem alles andere abgeleitet werden soll. Oder anders gesagt, es muss vorher noch etwas geben, wovon Ich und Nicht-Ich abgeleitet werden, von dem das Subjektive und das Objektive abgeleitet werden können. Der absolute Grundsatz für Schelling muss etwas sein, was weder Ich noch Nicht-Ich ist. Das Absolute, das ist, was er versucht hat festzustellen. Und das ist halt auch die große Schwierigkeit dabei. Was ist denn dieses Absolute? Das ist halt eben so abstrakt, dass man sich es gar nicht vorstellen kann. Das kann man vielleicht nur mit einer intellektuellen Anschauung erahnen. Aber von diesem absoluten Grundsatz, von diesem Absoluten, versucht dann halt eben Schelling sowohl das Ich, das Subjektive, als auch die Natur, das Objektive abzuleiten.
Ein zweiter Punkt, was bei Schelling sehr wichtig ist, ist seine Kritik an Kant. Und Kant hat halt eben versucht, die neuzeitliche Naturwissenschaft, die vor allem die Newtonsche Mechanik darstellt, die Physik von Isaac Newton, die hat Kant versucht, mit seiner Philosophie nochmal zu begründen. Also er hat es schon geschafft, er Kant die Mechanik philosophisch nochmal zu begründen. Aber mit dem Organismus hatte Kant große Schwierigkeiten. Denn dazu muss man wissen, dass die neuzeitliche Wissenschaft alle Zweckursachen verbannt hatte. Die Zweckursache war für Aristoteles ein sehr wichtiger Punkt. Bei Aristoteles gibt es insgesamt vier Ursachen. Und die Zweckursache war eine der vier Ursachen, und zwar, dass sich Dinge in der Welt auch nach etwas orientieren, nach einem Zweck orientieren. Und das bewirkt nämlich auch die Bewegung eines Objekts. Zum Beispiel bei Aristoteles orientiert sich die Luft nach oben und die Erde nach unten, weil das ist die natürliche Orientierungsrichtung dieser Stoffe. Und so gesehen gibt es halt eben für Aristoteles dann auch Zweckursachen in der Natur. Und damit hat aber die neuzeitliche Naturwissenschaft gebrochen. Damit hat Galileo Galilei, Newton und auch Descartes gebrochen. Im 17. Jahrhundert gab es halt eben diese Revolution in der Naturwissenschaft. Und sie hatten sich gefragt, ja, was ist denn überhaupt dieser Zweck, wonach sich irgendwie die Dinge richten sollten? Eigentlich müsste der Zweck ja am Anfang stehen. Und dann kommt irgendwie das Ding, das nach sich diesen Zweck orientiert. Das klingt irgendwie dann doch sehr merkwürdig. Die Naturwissenschaftler im 17. Jahrhundert haben ihre Naturwissenschaft reduziert nicht auf die Zweckursache, die haben sie verbannt aus ihrem Denken, sondern nur auf die sogenannte Causa-Effizienz, die Wirkursache. Und das ist natürlich die Ursache. Die Ursache steht hier für die neuzeitlichen Naturwissenschaftler immer am Anfang. Erst kommt die Ursache und danach erst kommt die Wirkung. Das war ja bei der Zweckursache umgedreht. Zuerst der Zweck, wonach sich dann halt eben die Dinge richten würden. Nein, sagten die neuzeitlichen Naturwissenschaftler, immer kommt erst die Ursache und dann die Wirkung. Und damit hatten halt eben die Naturwissenschaftler auch großen Erfolg. Damit haben sie die neuzeitliche Mechanik begründet und mechanische Zusammenhänge auf der Erde, aber auch im Himmel damit sehr gut beschreiben können und auch in mathematische Gleichungen auch bringen können. Also die neuzeitliche Naturwissenschaft hat große Erfolge, gerade dadurch, dass sie die Zweckursache verbannt hat aus ihrem Denken. Aber was ist denn der Organismus, der natürliche Organismus? Tiere, Pflanzen. Kann man die wirklich rein mechanisch erklären? Gibt es denn nicht bei einem tierischen Organismus Prozesse der Selbsterhaltung, dass sich halt eben auch bei Störungen, bei Widerständen, sich dieser Organismus selbst erhält und auch selbst repariert? Heilung beispielsweise. Er reproduziert sich auch selbst. Geschlechtsverkehr und Erzeugung von Kindern. Das sind alles Aspekte, die diesem Mechanismus, diesem mechanistischen Weltbild widersprechen. Auch die einzelnen Organe im tierischen Organismus, die haben ja eine Funktion. Der Magen und der Darm verdaut etwas, um Nährstoffe für den Gesamtorganismus anzubieten. Also so gesehen gibt es im Organismus dann doch Zwecke, wonach sich dann die Dinge in der Welt im Organismus richten, auf dem ersten Blick. Aber mit dem Erfolg der neuzeitlichen Naturwissenschaft sollte es eigentlich diese Zwecke nicht geben. Eigentlich gibt es ja diese Zwecke nur von einem Subjektiven her. Also nur der Mensch kann sich Zwecke ausdenken. Der Mensch hat einen Willen, ich möchte jetzt das machen.
und versuche halt eben diesen Zweck zu erreichen. Und da muss ich dann jetzt ja, die Mittel so klug mir überlegen, dass ich auch diesen Zweck auch erreiche. So gesehen ist eigentlich der Zweck letztendlich eine Sache des Menschen. Und das hat man auch im 18. Jahrhundert so aufgeteilt. Die Naturwissenschaft, da spielen Zwecke keine Rolle, aber in der Geschichte und auch im Recht, in der Politik, da spielen dann wiederum Zwecke eine große Rolle. Aber was ist mit dem Organismus? Er steht irgendwie dazwischen. Und Kant hat versucht, eine Antwort darauf zu geben oder das Problem zu lösen, in seiner Kritik der Urteilskraft. Und es ist eine Kompromisslösung, die Kant halt eben vorschlägt. Ja, Zwecke können nur vom Subjekt her erdacht werden, aber in der Natur gibt es halt eben Dinge, die nicht rein mechanisch erklärt werden können, der Organismus. Und deswegen braucht es halt eine teleologische Urteilskraft, die dafür notwendig ist, um überhaupt Organismen in der Welt erkennen zu können. Das heißt, die teleologische Urteilskraft ist eine Möglichkeit des Subjektes, Organismen zu erkennen, und zwar indem das Subjekt Zwecke reindenkt in die Natur. Die Zweckorientierung ist ein Als-ob. Als ob es da Zwecke gäbe, das muss dann das Subjekt unterstellen, um halt eben Organismen erkennen zu können. Das war die Kompromisslösung von Kant. Damit gibt sich aber Schelling nicht zufrieden. Dieses Als-ob, ah, das ist nicht zufriedenstellend. Schelling möchte die Natur und vor allem auch die organische Natur, die belebte Natur in ihrer ganzen Gänze wirklich erkennen. Und damit gibt er sich nicht mit der Lösung von Kant zufrieden. Er sagt halt eben, eigentlich müsste ja, dass die Zwecke selbst in der Natur drin sein. Aber Schelling will auch nicht vor Kant und vor der neuzeitlichen Naturwissenschaft zurückfallen. Er möchte ja nicht wieder den Aristoteles aufwärmen. Er möchte eine fortschrittliche Philosophie entwickeln. Er möchte auf den Boden, auf das Fundament von Kant bleiben und ihn nur weiterentwickeln. Und deswegen die Lösung für Schelling ist, er sagt halt eben, Zwecke gibt es nicht in der Natur, wie es sich Aristoteles vorgestellt hat. Zwecke sind wirklich nur Produkte der subjektiven Imagination. Das heißt, nur der Geist kann Zwecke sich ausdenken. Aber gleichzeitig gibt es in der Natur zweckgerichtete Prozesse, organische Prozesse. Und deswegen, sagt Schelling, deswegen muss der Geist in der Natur wirken. Das war sein Lösungsansatz. Das Interessante ist, mit diesem Lösungsansatz, den schafft er es zu begründen und zu rechtfertigen mit seinem philosophischen System. Mit der Kritik an Fichte hat er gleichzeitig eine Erklärung für seine Kritik an Kant. Denn in seiner Kritik an Fichte ist er halt eben zur Erkenntnis gekommen, dass das Ich nicht der Anfang, nicht das Grundprinzip der Philosophie sein kann. Das absolute Selbst, was weder Ich noch Nicht-Ich ist, das muss der Grundsatz sein. Und von diesem Absoluten versucht dann halt eben Schelling sowohl das Subjekt als auch das Objekt abzuleiten. Aber das ist der Lösungsansatz. Es gibt das Absolute, was vor allem stehen kann. Und deswegen ist das Subjekt und das Objekt nur zwei Seiten einer Medaille, nur zwei Seiten des Absoluten. Und so schaffte es, sowohl das Subjektive als auch das Objektive in der Natur bestimmbar zu machen. Und natürlich auch in der Politik, im Geiste, in der Geschichte auch das Natürliche bestimmbar zu machen und auch das Subjektive. Das heißt, Objekt kann in Subjekt werden
Und das Subjekt kann wieder in Objektives werden. Der Geist kann in Natur werden und die Natur kann wiederum etwas Geistiges werden. Das ist zum Beispiel spielt das eine Rolle, dass halt nämlich die Naturwissenschaft halt eben versucht, die Natur zu erklären. Und die Erklärung ist letztendlich eine menschliche, verstandesmäßige Erklärung. Und je besser der Mensch die Natur versteht, desto mehr wird die Natur vergeistigt. Die Naturwissenschaft schafft eine Einheit zwischen Natur und Geist, indem sie die Natur versteht. Und es kommt auch noch hinzu, dass darin auch dann halt eben der Mensch ein Wesen ist, in dem die Natur selbst Geist wird, weil der Mensch ist ja ein natürliches Wesen, der Mensch ist ein Organismus, aber er ist zugleich ein geistiges Wesen. Im Menschen wird die Natur selbst geistig. Das heißt, im Menschen schlägt die Natur ihre eigenen Augen auf, um sich selbst zu betrachten. Der Mensch ist sozusagen der Mittler zwischen Natur und Geist. Aber auch der Mensch stirbt, er wird wieder Natur, er wird wieder Asche. Und es gibt auch Aspekte bei Menschen, die nicht wirklich, die zwar geistig sind, aber nicht wirklich bewusst sind. Es gibt auch, und das ist das Neue, was auch Schelling entdeckt, unbewusste Dinge im Menschen, worüber sich der Mensch nicht wirklich im Klaren ist, sind neue Grenzen des Verstandes. Aber sie wirken im Menschen und im menschlichen Handeln. Und so gesehen ist Schelling auch der Entdecker des Unbewussten. Das wird vor allem in der schellingischen Spätphilosophie noch wichtiger. Das heißt, der Mensch ist nicht Herr über alles, über alle seine Handlungen. Es gibt das Unbewusste im Menschen. Das ist ja eine Form des Natürlichen im Geistigen. Jedenfalls versucht Schelling zu zeigen, dass Geist und Natur nur zwei Seiten einer Medaille sind. Und so schafft es halt eben und versucht es Schelling zu zeigen, dass halt eben die Natur selbst durch den Geist durchwirkt ist. Und wenn das der Fall ist, gibt es auch Zwecke in der Natur. Und so lässt sich dann halt eben auch die Zweckgerichtetheit von Organismen erklären. 1799 schreibt Schelling das Buch Entwurf zu einem System der Naturphilosophie, indem er das noch mal im Detail beschreibt und vor allem mit dem Schwerpunkt, wie die Natur zum Geistigen kommt. Und zwar das Höchste ist nämlich die Naturphilosophie. 1800 schreibt er noch ein zweites Buch, das System des transzendentalen Idealismus, in dem Schelling beschreibt, wie das Ich zur Natur kommt. Und das sind halt eben sehr schwierige Prozesse, die da stattfinden, dass das Ich nämlich auch sich selbst hemmen kann, sich selbst in Schranken beschränken kann. Dann gibt es Polaritäten zwischen einem mehr Objektiven und einem mehr Subjektiven. Und in diesen Polaritäten kann halt eben in diesem Prozess das Ich zur Natur werden und auch zur Naturerkenntnis kommen. Das heißt, in diesen zwei Büchern schafft es Schelling, seine Philosophie und die zwei Seiten der Philosophie darzustellen, also wie das Ich zum Objekt kommt und auch wie die Natur zum Ich kommt. Er zeigt auf jeden Fall die Grenzen des Mechanismus auf, der mechanistischen Naturvorstellung und zeigt halt eben, dass die Natur selbst produktiv ist, weil sie halt eben geistig ist, weil sie selbst fortschreitet, weil sie halt eben Bewegung hat. Es ist kein toter Mechanismus. Die Natur ist etwas Lebendiges, etwas Organisches, etwas Geistiges. Und das ist die Faszination, die die Schellingsche Philosophie ausmacht. Man kann sie vielleicht noch auf einen schönen
Satz runterbrechen, was natürlich nicht alles von Schelling zusammenfasst, aber es ist ein schöner Satz, der das schön auf den Punkt bringen kann. Und zwar, die Natur ist das unbewusste Wirken des Geistes und der Geist ist das sich selbst bewusst Wirkwerden der Natur. Und somit hat halt eben Schelling die Naturphilosophie vorangebracht, hat neue Antworten gegeben, aber auch neue Fragen gegeben. Er hat die deutsche Romantik sehr beeinflusst und ist selbst auch von der deutschen Romantik beeinflusst. Er war in Jena zu der Zeit, wo auch Novalis und die Gebrüder Schlegel waren. Er hatte große Auswirkungen gehabt auf das Geistesleben und auf die Philosophie und hat auch große Auswirkungen gehabt auf Hegel. Und Hegel ist sehr stark geprägt durch Schelling, aber Hegel stimmt irgendwann nicht mehr mit den Lösungsvorschlägen von Schelling überein, kritisiert dann Schelling und geht über Schelling hinaus.